Heute zeige ich dir, wie du mit körperlichen und geistigen Fitness eine Demenz vorbeugen kannst. Zum Thema Alzheimer oder allgemein gesagt Demenz habe ich schon 3 Videos veröffentlicht und in dem ersten habe ich dir gezeigt, wo die Problematik liegt. Das zuständige Organ dafür, der Hippocampus, ist ein Teil von deinem Gehirn. In dem zweiten Video habe ich dir gezeigt, dass Gifte für Gehirnzellen tödlich sind, dass dadurch die Gehirnzellen absterben. In dem dritten Video habe ich dir gezeigt, welche Art von Ernährung dir hilfreich oder schädlich ist in Bezug auf deine Gesundheit allgemein und insbesondere für eventuelle Demenzerkrankungen. Heute zeige ich dir, welche Art von körperliche und geistige Fitness du anstreben könntest, um gut gegen Demenz gewappnet zu sein. Also zuerst werde ich dir erzählen, was allgemein für deine körperliche und geistige Fitness hilfreich ist und zum Schluss noch besondere Hinweise, was gegen Demenz wichtig wäre zu beachten. Zuerst jegliche Gifte meiden, sowohl in der Nahrung als auch in deiner Umgebung. Alles, was deinen Körper belastet, belastet auch deinen Hippocampus und vermindert auch die Menge an neuen Neuronen, die du aber täglich benötigst. Das zweite ist Stress vermeiden. Stress ist auch eine Belastung, die Gifte erzeugt. Je nachdem, wie weit das geht, kann es ziemlich giftig sogar sein. Also das ist eine sowohl geistige als auch körperliche Belastung, die dir nicht hilfreich ist. Dann der nächste Punkt ist Schlaf. Prinzipiell gilt eine Regel: Wenn du in einer Stresssituation eine Weile geblieben bist, dann brauchst du um Faktor 10 oder mehr Zeit, um dich davon zu erholen. Das bedeutet, achte darauf, dass du ausreichend viel Gelegenheit bekommst, dich zu regenerieren. Und Schlaf ist eine hervorragende Gelegenheit zu Regeneration. Dein Körper ist super ausgestattet, sich selbst zu regenerieren. Du musst ihm nur die Gelegenheit bieten. Und achte darauf, dass du tatsächlich ununterbrochen schlafen kannst. Also jegliche Faktoren, die dabei störend wirken, am besten abstellen. Schauen, warum du in der Nacht zum Beispiel aufstehen musst und das auch beseitigen. Der nächste Punkt ist Bewegung. Aber bitte kein Leistungssport. Es geht nicht darum, dass du in Olympia teilnehmen sollst und gewinnen sollst. Nein, es geht nur darum, dass du fit bleibst. Und ohne ausreichend viel Bewegung geht das gar nicht. Also bewege dich, so viel du nur kannst. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, wenn ich eine halbe Stunde vor dem Schirm sitze, dann stehe ich auf, mache irgendetwas für 10, 15 Minuten, damit ich eine Pause bekomme. Du brauchst Bewegung, um das alles auch in Bewegung zu halten in deinem Körper. Das ist nicht für Stillstand gedacht. Dann kommen wir zu deiner geistigen Fitness. Also, du kennst das wahrscheinlich, alle Leute um dich herum, du vielleicht auch, laufen mit Handys durch die Gegend und starren ständig auf den Schirm und gucken, was dort angeboten wird. Das meiste davon ist Schrott. Das meiste davon sind Informationen, die dir jetzt noch nicht mal irgendwie behilflich sein können, dein Leben zu meistern. Das sind irgendwelche Tratsch-Nachrichten, die nicht die entscheidende Bedeutung für dein Leben haben. Selbst wenn du denkst, dass du ohne die neuesten Nachrichten nicht leben kannst, schau bitte, was du damit machst, weil damit blockierst du alle möglichen neuen Neuronen, die du zur Verfügung hast für heute. Für jeden Tag gibt es nur eine begrenzte Portion davon. Und wenn du das für diesen Tratsch schon verbraucht hast, dann stehen sie für wichtige Informationen später nicht mehr zur Verfügung. Also Gedankenhygiene betreiben. Lass alles sein, was nicht notwendig ist für dein Leben heute.
Und bedenke auch, dass wenn du irgendwelche wichtige Geschehnisse verfolgst, bedenke bitte, dass sie weiterlaufen werden, unabhängig davon, ob du sie verfolgst oder nicht. Und die werden den eigenen Lauf nehmen. Und besonders, wenn du keinen Einfluss darauf nehmen kannst, lass mal das lieber sein. Das ist nur belastend und eventuell erzeugt Stress nur in deinem Kopf. Das brauchst du auch nicht. Und dieses Stress verursacht auch sehr häufig Angstzustände. Zum Thema Angst haben wir auch schon Videos gedreht. Guck mal dir das noch einmal an, was das in deinem Körper und deinem Geist produziert und meide das, weil das ist alles andere als hilfreich. Angst, noch einmal, ist eine Sache, die eigentlich nur in deinem Kopf existiert. Du kannst diese Angst mit der Hand nicht anfassen. Das bedeutet, das ist eine Emotion, die auf irgendwelchen aus der Vergangenheit basierenden Abläufen berührt und dir nicht hilfreich ist, weil das muss für die Zukunft nicht gelten. Das kann sein, muss aber nicht. Du machst dir aber schon jetzt Stress wegen einer Sache, die eventuell gar nicht auftreten wird. Das waren die negativen Punkte. Jetzt werde ich über zwei positive sprechen, die du nutzen kannst, um dein zukünftiges Leben positiv zu beeinflussen, aufzubauen. Und zwar, das sind deine Gedankenrichtungen, das ist dein Lebensplan, das ist deine Berufung. Das sind zwei Punkte, also Lebensplan und Berufung, die dich positiv beeinflussen können. Statistiken zeigen, dass ca. 10% der Menschen einem Beruf nachgehen, für die deren Herz schlägt. Alles andere wird gegen Geld gemacht. Also es wird ein Job ausgeübt, ohne dass dein Herz dahinter steht. Das ist aber ein wichtiger Faktor. Du gehst ganz anders aus dem Bett heraus, wenn du weißt, okay, ich möchte in meine Berufung, ich möchte in meine Lebensaufgabe jetzt einen nächsten Schritt machen. Und es fühlt sich auch ganz anders an, wenn du die Augen aufmachst und dich zwingen musst, um zur Arbeit zu gehen. Das sind ganz andere Faktoren, die auf deinen Körper einwirken. Das erste wird deine körperliche und geistige Fitness herabsetzen. Wenn für irgendetwas dein Herz schlägt, dann machst du das gern und das beeinflusst positiv deine Gesundheit. Und jetzt erzähle ich dir über eine wissenschaftliche Untersuchung, die besonders zum Thema Demenz relevant ist. In einem Altersheim hat man zwei Gruppen von den Patienten gebildet, also die Umgebung war für beide Gruppen gleich, auch die Ernährung und sonst welche Faktoren waren identisch. Die eine Gruppe, das waren diejenigen, die ungern nach außen gehen wollten, um zum Beispiel spazieren zu gehen, die haben alle Aufgaben oder Tätigkeiten innerhalb des Hauses ausgeführt. Die zweite Gruppe, das waren diejenigen, die sich draußen bewegen wollten, die wollten spazieren gehen. Die Spazierwege hat man auch unterschiedlich gewählt, damit jedes Mal was anderes zu erleben war. Und dann hat man nach einigen Wochen geguckt, was ist der Zustand von dem Hippocampus. Die erste Gruppe, die zu Hause geblieben ist, da hat der Hippocampus in dem Volumen um wenige Prozente abgenommen. Wenige Prozente innerhalb von wenigen Wochen, das ist schon ein markanter Hinweis, in welche Richtung die ganze Reise geht. Die zweite Gruppe wiederum in der gleichen Zeit hat um ein paar Prozente Hippocampusvolumen größer bekommen. Das bedeutet wiederum, wenn du aktiv bist, aber auch wenn du was Neues erlebst, wenn du offen bist für diese neuen Angelegenheiten, wenn du weiterhin neugierig bist, dann kommst du schon weiter. Und das sind die wichtigsten Punkte, die du beachten sollst, kombiniert mit deiner Lebensaufgabe, kombiniert mit deiner Berufung. Das wird dich vor jeglicher Demenz bewahren. Ich hoffe, ich konnte dir damit behilflich sein und werde mich freuen, dich nächstes Mal bei meinen Videos wieder begrüßen zu dürfen. Ade. Ciao.